Das Kapital, das Trio Das Kapital spielt gleich Hanns Eisler, Ballets and Barricades. Thank you.
Und jetzt werde ich gleich selber zu Sänger. Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Ja, ich höre gleich auf zu singen. Ich bin ja nicht Mina Agossi. Aber vielleicht haben Sie es trotzdem erkannt. Die Nationalhymne der DDR, komponiert von den großen Hanns Eisler. Er ist bekannt für seinen Ansatz für den Sozialismus und seine Zusammenarbeit mit Bertolt Brecht. Was haben jetzt Kommunismus und Jazz miteinander zu tun? Das frage ich gleich das Trio, das bei Jazz Door mit einem Programm von Hanns Eisler spielt. Und wie heißt dieses Trio? Das Kapital. Bonjour. Bonjour. Ihr habt euch nach einem Buch von Karl Marx benannt. Warum das denn? Wir haben uns nach diesem Buch benannt, weil wir als Band die Idee hatten, auch eine gewisse Aussage an den Tag zu bringen, ohne uns dabei natürlich super ernst zu nehmen, weil Musik immer abstrakt ist. Aber wir versuchen halt, da in gewisser Weise rüber zu gehen. Und warum jetzt gerade mit Hanns Eisler? Also ich bin froh gewesen, Hanns Eisler zu entdecken, ja, als Schönberg-Schüler und so weiter. Der einen Link irgendwie macht zwischen uns und der europäischen Tradition, amerikanischen Tradition, zeitgenössischer Musik. Und das ist wirklich unsere Tradition. Er hat viele Facetten, steht für ganz verschiedene musikalische Strömungen. Er hat patriotische Hymnen, sogar Propagandalieder komponiert. Das macht es für uns so spannend. Es passt musikalisch gut zu uns, dass er Schüler von Schönberg war. Hanns Eisler gehörte sozusagen zur Avantgarde der E-Musik. Und gleichzeitig wollte er Musik machen, die für alle zugänglich ist. Dankeschön, merci beaucoup. Und für uns ist es auf jeden Fall ein Symbol.